das Bild für euch. Nehmt nochmal Sanji, Quicker, Jamie, Buster und Fitch gegen Rallen, Tischer, Tess, Minise und Maus. Bei von 5 schon gewonnen, ist ja auch nicht so eine gute Quote. So, und damit geht's hier los mit der Pistole, mit der vorletzten Map am heutigen Tag. Zwischen Avantgarde und Alles Crazy. Maus mit dem First Contact hier gegen Avantgarde. Im Brunnen. Land geht auch durch. Und man teilt jetzt Retake aus der Felge. Damit fällt auch der erste Kill die Runde. Der Partie. Und rein gegen Sanji. Wer hat das da wieder raus? Minisse holt sich Fitch. Buster wird auch geholt von Minisse. Jamie jetzt hier an Shore zusammen mit seinem Mate. Jamie last man standing an den Sandbags. Oh, das Cover ist nicht gut. Das war nicht gut gespielt. Der Kill dann umso mehr. Das dürfte auch von der Zeit her reichen. Allerdings. Hätte das ganz schön ins Auge gehen können. Okay. Ah, das sieht ganz. Steht der Liquid gerade? Ja, wo spielen die eigentlich? Ist das auch dieses Wash XL da? Oder wo spielen die? Die Pistolen bei Avantgarde, eine, zwei AKs. Man hat die auf jeden Fall voll reingefunden. Stream. Ja gut, das war für den Rucklacher leid. Ah, okay. Okay. Ja. Der gegen Spirit sollte es auch nicht drin sein, Felix, wenn man ehrlich sagen. So, Minise mit dem ersten Kill die Runde. Rallen darf auch noch mal einen holen, währenddessen Minise nochmal den zweiten da fällen lässt. Aus Sanji und Quicker am Leben, AK und AUG. Wie von Sanji. Nummer W. Quicker hat hier auf dem Spielplatz unterwegs. Ah, wird gleich hier Rallen eventuell spannend, wie das hier gleich ausgeht für Rallen. Läuft jetzt gleich in Sanji wahrscheinlich rein. Wir sehen 2 gegen 3. Oh, nehmen die Waffen mit, Equipment auch eine Menge gerade noch bei Sanji gewesen. Noch ordentlich Utility dabei gehabt, also wertvolles Material, was er da mitnimmt. Gehen wir es auch nochmal in den Toiletten. Von Minise. Wir sehen Sanji, Doppelflash, Spoke, Molotov von der letzten Runde mitgenommen. Dem tut das da nicht ganz so viel weh, dass er da kein Geld bekommen hat. Schauen, wie man das da jetzt einsetzt. Ob man es überhaupt einsetzt. Ja gut, ich verstehe schon dann den GG-Bet Cup, dass das GG-Punkt-Bet ist. Also, das sollte normal denken, Heiger, aber da mitkriegen.
Ach, Minister mit dem nächsten Shot in den Toiletten. Der ist erfolgreich. Smoke Richtung A-Spot. Dann dürfen wir jetzt hier rein. Geholt wird vom Buster, aber Minister ist ja noch an Ort und Stelle. Bombe jetzt hier down. Fitch kommt jetzt auch nochmal rein. Der macht wiederum den Kill mit der CZ. Da ist eine Gap. Tut weh. Gap nutzt die voll aus. Und Jamie mit einem oder dir vom Maus gerefragt. Fitch unter Bedrängnis. Kann auch nicht mehr die Bombe legen. Dritte Runde für Aus ist crazy. Kannst nochmal mit zwei Spielern überleben. Am Ende sieht es ein bisschen knapper aus, als es vielleicht war. Wicker löscht das Ganze. Ich habe da einen Flash abbekommen, wir haben es doch gerade gesehen, den Fade. Ah, Jamie verschließt. Schöne Shots. Ja, sie geht hier auf jeden Fall nochmal in den Diffuse. Aber was soll ich jetzt? Zeitlich zur Stelle besorgt hier also die erste Runde für Avangar. Hier ist auch nochmal eine Wiederholung, die Diegel, die hier komplett eskaliert. Ah, jetzt können wir nochmal kurz den Stinger zu sehen. Dann geht's mit Leo weiter. Mit der Runde Nummer 5. Aus der Crazy nach wie vor in Führung. In der Runde jetzt nur mit 4x Pistole. Und einen Rifle bei Rallen. Nächste hat auch nochmal ein Kit. Das könnte eventuell auch nochmal wichtig werden am Ende. Erster Shot fliegt rein, Jamie mit dem Refrag. Schöner Shot da gegen Jamie. Ist so ein bisschen glücklich aus gerade. Kann mir auch täuschen. Er hat geblendet von der Flash. Wo sind da die Pre-Shots?
Trifft aber nicht. Es ist ein 3 gegen 3. Was so knapp wird, haben sie wahrscheinlich nicht erträumen lassen. Maus hier nochmal mit der Deagle erfolgreich. Bombe wird geplant von Sanji. Nochmal zu bangen. Quickern auch nur noch Low AP. Sanji jetzt hier bekannt. Kriegt auch nochmal einen Shot durch die Wand. Zusammen 22 AP. Oh, der saß, der war knapp. Der war auch knapp. Jetzt holt sich Tess den ersten. Nur noch Quickern mit 3 AP und holt sich hier tatsächlich die Runde. Kann ja nicht wahr sein. Das möchte ich gerne nochmal im Replay sehen. Danke. Grinst in die Kamera. Hier ist nochmal Quickert mit dem ersten, Quickert mit dem zweiten. Ah, das ist ärgerlich, dass der Fokus da auf der falschen Seite war. Sicht von Arthur Crazy. Avantgarde kommt auf jeden Fall erstmal auf eine zweite Runde wieder ran. Was reden hier mit dem Push durch den Connector? Und ist erfolgreich. Ich ne AK. Nate hat Marallen sowas von gefressen. Noch 200 AP bei ihm verbleibend. Geht langsam mit dem Monster durch. Tess wartete aber. Den Fässern. Ich kann das Brett mit Buster auch hier genieße. Mit die AK. Sag mal so außer Gefahr erstmal. Wieder die Konzentration für Avantgarde. Dann versucht er nochmal mit dem Spray. Disha ist angekommen, kann den Bombenblatt auch aus dem Spiel nehmen. Wird dann selber gut, aber er bringt mir nochmal einen Tick mehr Zeit. Bombe ist auf der Side mittig gedroppt worden. Nehme ich schon mit dem Kill. Überleben das beide. Gerade so mit 20 AP. Über 20. Na cool. Wird bestimmt wieder phänomenal gut werden. Ich sag, die fliegen raus. Welche Liga ist Chemnitz? Sind die nicht Dritte? Oh, danke, Nils. Ah, okay. Oh, wird geil, ne? Seid ihr jetzt schon? Konzentrieren uns hier weiter erstmal aufs Game. 3 zu 3 mal unter einer Zwischenstand. Beide Teams hier wieder voll ausgestattet. Und BVB trifft auf Großkreuz. Geil. Jetzt auf tief in die Bank rein. Chess versucht noch mal zu, an den Optimus anzukommen. Wird aber blind geholt. Oh, bang. Durch den Schlitz. Wird verloren oder was, Starkey? Vierte Runde für Avantgarde hier. Gut vorlegen. Achso, ja.
Aber jetzt noch die eine oder andere Partie zu, Runde zu spielen. Bei Eco spielt man ja auch immer ein bisschen anders als in Byrounds. Bisschen mehr Risiko, bisschen mehr YOLO-Play. Ich verstehe, was du meinst. Die Schalter hat jetzt hier mal keinen Bock mehr. Geht hier mal vor, holt den Bastard direkt raus. Also erstmal die T-Stairs zur Mitte unter Kontrolle von der Rissi Crazy. Oh, schöner Shot von Fitch gegen Tess. Überzahl wieder für Avantgarde. Und Jamie baut diese auch noch aus. Molotov wird Pickup hat nicht gefährlich. Ein Tick zu weit geflogen. Wenn ich erstmal mit dem Welt kommt rein, kann er zwar einen hochholen, aber das ist dann am Ende zu wenig. Die fünfte Runde. Avantgarde. Molotovs, Miese, sucht da seinen Zeitfenster. Ah, Maus, aber nochmal durch die Smoke, das war schön. Abwarten, Überzahl für Avantgarde noch. Ein positioniert sich da. Für den richtigen Zeitpunkt. Holt sie den ersten. Holt sie den zweiten. Holt sie den dritten. Alle, du Tier. Ja, und Basta, keine Chance. Das ist die vierte Runde für Aristokrasse, die damit das erste Mal wieder eine Runde holt. Was da, wird wieder versucht, nach der Zeit, und da kommt der Kill auch nochmal von Tess. Starkes Deal-Gelame da. Wunderschön, wie es gerade im Chat gegeben wird, ja. Schön war das. Nehmen wir es nochmal. Hast Reihen 1, Reihen 2, Reihen 3. Und dann sieht er von oben im Heaven den vierten Spieler. War aber gar keine natürlich nochmal kaufen. Das ist natürlich so aus Geld gesehen, ist das sogar gar nicht mal so viel. Oder eine AOG, da war Basta. Eine Galil, meine ich. Auf der anderen Seite konnte man hier aus dem Vollen schöpfen. Erstmal den versuchten Bang Richtung Connector. Ja, nicht von Erfolg gekrönt.
rein, nur die Bastarde da versucht an das Multi vorbeizuschleichen. Der Lil damit down. Noch Rickard fällt hier gegen Discher. Er hat nochmal ein Auge nach hinten geworfen Richtung Sanji. Auch der fällt 8 Sekunden auf Duo, keine Chance mehr. Die fünfte Runde für Haus zu Kasi. Damit die wieder ausgleichen können. Geht sich das für mich gerade nur so an oder ziehen sich gerade die Runden irgendwie so hin? Dass die übelst lange gehen hier gerade in dem Match. Schön, dass schon Kombinese gegen Sanji. Also er geht Gunsten von Östergrasi raus. Aus. Wenn du sagt ja auch immer Overpass, die 40 Sekunden Map, denn bevor ihr nicht die 40 Sekunden auf der Uhr stehen, passiert ja mal gar nichts. Die haben wir gleich erreicht. Dann kann sie auch mit Action losgehen. Sehen, sie sind bereit für die Smokes. Der Tower. Nichts gesehen. Smokes nie rein. Jetzt nehmen wir mal mit dem Dampf an. Jamie gegen Minita erfolgreich. Rein versucht dadurch die Smoke. Test mit einem. Das ist zu wenig. Ein guter. Aber Rein holt sich direkt da den Default Planter. Ja. Oh, der zweite geht über den Kopf hinweg. Bombe wird geplantet. Fischer gegen Buster. Last man dann Jamie mit der AWP. Bombe nicht gerade optimal für ihn gelegt. Er muss da sehr weit rausziehen. Wir sehen es, Rallen, der das Ganze schon abnimmt. Und am Ende sogar defusen darf als Dankeschön. Damit die Außercast ist erstmal wieder seit langer in Führung. 6-5. Der momentane Zwischenstand. So, lass kurz mal die Musik weg. Replay ist da. Wenn jetzt Jamie gegen Minise, der da weit rausgeguckt hat. Raid und Default Plant. Und der letzte Kill da auch noch. So. 12. Runde der ersten Halbzeit. Wir haben es fast geschafft. Sind ja fast in fast 15 Runden. Oder werden gleich die Ratschen entfernt? Ich sehe das schon. Wir werden einkassiert von Darky Neptune. Schön von Jamie gegen Mute. Da wird das Ärmchen sehen. In dem Moment dann aber zu wenig. Oh, Test nochmal gegen 1, gegen 2. Oh, kommt hier sogar nochmal weg. Ganze mit 2 AP. Usha hat hier noch einen weiten Weg vor sich. Test muss hier 4 Zeit rausholen. Aber da wurde erst ein Spieler gesehen. Sanji wird rausgenommen.
Wichtig, die AWP ist auch bekannt. Und es ist hier so ein kleines Sandwich. Molotow, wenn man die tut. Nein! Kommt zu hoch! Das ist es dann. Super, super ärgerlich. Dann ist hier wieder der Ausgleich von Avantgarde 6. Und Taz muss sich hier ganz schön sputen. Dass er hier nicht noch stirbt. 2 AP sind nicht viel. Überlebt er. Shotgun genieße. Fischer, der da reinrennen muss, dadurch, dass er ein eigener Molotow ihn an dem Weg versperrt. Ist nochmal ein tiefer Molotow. In die T's wird gelöscht. Ja, und Maus gegen Sanji Erfolg. Lasche von Rallen. In Fitch. Das stimmt schon, da auch. Aber Tess, nur einen wieder. Jamie hier wieder mit 9 AP. Pickard. Der Bombe soll da nochmal zum Connector kurz ausschließen. Rein mit dem richtigen Riecher Richtung A. Also sollte da eigentlich bestätigen. Oh, ein Trick hat geholt, aber nur noch Jamie im Leben mit 9 AP. Das sollte es doch jetzt eigentlich sein. Die Zeit, sie reicht auch gar nicht mehr. Ja, das ist die 7. Runde für Autokrasi. Schon wieder so eine lange. Trotzdem durch die Schüsse von Taz, ohne Schaden zu nehmen. Bei Jamie. Ja, wenn sein Maus da ein bisschen baiten würde mit dem Rechtsklick. Falsches Team. Aber Jamie kriegt auch nochmal einen Tick ab. 81 HP könnte nochmal wichtig werden gegen die M4. Gegen die Farmers oder auch AOG. Da ist man dann direkt im Headshot zu weit. Schönes Spray von Maus. Basta zu viel. Lower AP wieder ein 2 gegen 2. 3 Sekunden noch vor. Jamie mit dem ersten Game genießt nur noch rein am Leben. Und Rallen holt Buster nicht. 6 AP bei ihm verbleibend. Wieder so ein knappes Ding. Holla, die Waldfee. Sag ich dir. Buster.
gesehen. Nimmt das Schaden, ja, wenn er so nimmt Schaden, geht er nochmal hoch. Wird von seinem. Wurde leider abgelehnt, tut mir leid. Ah, schon den ersten Fitch hier mit zwei schnellen Kills. Wichtig gewesen, 4 gegen 2, doppelt die gewartete Situation für Avangard in der letzten Runde. Damit dürfte es jetzt ja auch eigentlich gewesen sein. Boah, bester Spieler der Welt. Also seit Wu und Simple tun sich da glaube ich nicht viel, was das Aim angeht. Das sind auf jeden Fall so Kandidaten dafür. Das geht einem nur auch wieder so wenig. Maus! Was mit Standing? Oh, kurz auf die Jump-Taste gekommen. Überlegt das damit 2 AP, am Ende ist es Jamie. Die die 8. Runde holt. Ja, und haben sie jetzt tatsächlich die 8:7 in Halbzeitführung sich nochmal zurückgearbeitet. Gut, half auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir gehen eine ganz kurze Unterbrechung, wir sind gleich wieder durchstarten. Man sollte sich vielleicht auch im Mute, wenn man hier euch wieder begrüßt. Also, willkommen zurück hier in Halbzeit Nummer 2 zwischen House of Crazy und Avangard. Avangard mit einer starken ersten Halbzeit. Viele knappe Runden gewesen auf jeden Fall, die hier in einem 2 gegen 2 mal geändert haben. Also, wir dürfen sehen. Wer hier am Ende die Nase vorn haben wird. Ja,
paar schöne Shots. Oh, Fitch. Ja, wir können raus. Test noch 8 HP. Tisha ist schon tot. 3 gegen 3 Situation. HP ähnlich. Also fast nahezu identisch. Sehr, sehr. Jamie mit dem ersten, Jamie mit dem zweiten. Es hat ja gar nichts mehr anzusagen. Dann ist hier die 9. Runde für Avangar. Damit die Führung behalten. Wenn du halt nur Aimer hast, bringt das auch nichts, wenn du keinen Plan hast im Endeffekt. Dann brauchst du halt auch einen guten Ingame-Leader. Also, puh. Schwierig. Das Ding mir ein bisschen länger gedacht, man könnte ich dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen. Aber so ein Saivu und Simple zusammen wäre schon übelst krass, glaube ich, in einem Team zusammen. Ja, natürlich Zerg. Also, Zerg, Saivu und Simple auf jeden Fall. Anders kommt mir nicht in die Tüte. So, der erste Headshot sitzt gegen Fitch. Buster hier aber an den Fässern unterwegs. Holt sich hier 2. Jamie auch nochmal mit dem Refact gegen Rallen. Er ist Last Man Standing wieder 9 gegen 2 Lüders. Immer kann jetzt irgendwann nochmal gelegt werden. Ja, Berlin, das steht sowieso außer Frage. 5-mal Zerg und Dream Team. Ich würde alles vernichten. Ich möchte nie wieder arbeiten. Mein 5-faches Gehalt verdienen wäre auch cool, ne? Währenddessen geht es erstmal weiter. Fitch da direkt gesehen worden. Fitch da direkt für den kurzen Krieg da was mal in die Seite gebreddert. Hat ihm gesagt, was sie davon halten. Ein wunderschöner guten Abend, lieber Chris. Oder geht's dir? Problem bei sowas ist dann aber auch wieder die Sprache, Aorti, also ich sag nochmal Aorti. Ich glaube, ein Simple kann nicht gut Englisch, wenn Elektronik. Boah, schöne Shots hier von Quick Art. Starke 2 Headshots gegen Tess und Disha. Ja, ich weiß, Chris, ich hab gedodged. Ob Buster gegen Minise. Body vor. Ja, kann man auch sein, ne? Ah, oh, schöner Schuss von Rein. 1 gegen 1, Sanji.
Da wird hier nochmal die Ratsche im Chat bitte ausgepackt. Ja, also Quickart hier, der ist hier wirklich on point gerade. Krass, dass die auf Vertigo 16 zu 14. Auf Vertigo nur gespielt haben und jetzt hier so umschießen gegen Aristocracy. Aristocrat. Aristocrat. Ich glaube, gechattet. Hat's gleich gehört. Oh, da wird wohl nochmal die Runde resettet. Nehme an, technische Probleme. Nur no, wir starten wieder von vorne. Nein. Ja, also herzlich willkommen hier im ersten Winner Bracket Finale der Gruppe A zwischen Avantgarde und Aristocracy. Es wird Overpass gespielt. Ich hoffe, ihr seid heiß drauf. Gleich startet auch schon die erste Pistol Round. Was sind denn eure Tipps? Einfach in den Chat hauen. Und dann geht's ja auch gleich hoffentlich los. Wir haben noch kurze technische Probleme vor dem Match. Und dann will ich hier den Chat aber wirklich, wirklich hypen sehen. Ah, steht doch 11-7. Also habe ich mich wohl vertan. So, aber gar nach wie vor mit der 4-Runden-Führung. Triple Peak auf lang, der vierte kommt auch noch hinterher. Nächste allein in der Mitte. Und lang ist hier auch nicht aggressiv von der Kontrolle von Avantgarde. Also das wird hier wahrscheinlich Quickart ab und zu mal abspringen. Und da sieht er auch die Spieler. Mindestens zwei. Und Jamie. Und einen. Quickart wird geholt. Jamie mit dem zweiten. Jamie mit einem dritten Kollege her, das Köpfchen wird auch gesehen, aber verschießt. Wird umlaufen, nein, Jamie, du musst mit dem auskommen, das darf doch nicht wahr sein. Starkes hier gab es ja von ihm und es ist nur noch Cass. Und Jamie holte sich das Ace. Oh, jetzt geht er natürlich weg und Jamie mit dem Ace geht für Avantgarde. 12. Runde. Und phänomenal gutes AWP-Play da von ihm. Da darf er noch mal klatschen. Reicht jetzt auch. Richtig, richtig stark. Sehen wir es noch mal. 1, 2, 3, 4. Der war besonders heftig, fand ich. Mega starke Runde. Dann jetzt sogar nur eine MP. Weiß nicht, ob das Ding geschüttelt ist, die einfach wenig Geld haben, weil Jamie die halt auch droppen können da im 4. Klar, für ein AWP-Spiel ist das halt immer blöd. Oder ob sie natürlich wissen, dass auch Aristocracy gerade nur eine Eco hat. Da ist es gerade noch so verkraftbar, denke ich mir mal. Also, und Avantgarde wehren sich hier ganz schön ordentlich auf der CT-Seite. Das ist hier richtig, richtig stark. Aber auch Ryan hat hier nochmal ein Wörtchen mitzureden mit der Diegel. Ist jetzt hier im 1 gegen 1 auf einmal nur noch. Hat die Bombe auf dem Rücken und spaziert hier mal in Richtung A-Spot. Jamie könnte jetzt schon überleben. Oh, dauert hier ganz schön lange. Ah, was mache ich? Was mache ich? Rallen am Optimus, Jamie kommt über
Über die Bank oder über die Stairs. Auch im Optimus. Ich weiß nicht, ob er da einen Step gemacht hat gerade. Jetzt hat er auf jeden Fall Steps gemacht. Und er läuft den rein. Das ist die 8. Runde für Aristokratie. Die 1. Runde in der 2. Halbzeit. Also. Kommt das Game-Symbol. Eben hat Erbarmen. Waren gar trotz allem noch 4 Runden nur noch von dem Sieg entfernt, von dem Playoffs der DreamHack Open Summer. Ja, wieder typisch Overpass, 40 Sekunden auf der Uhr. Dann wird hier erstes angegangen. Jetzt ist die Eco-Runde bei Avangar. Und Klicker trotzdem mit dem First Strike, mit der USP wohlgemerkt. Der Bomb ist geplant für Aristokratzi. Zeit tickt. Der ist rein, beide machen sie zusammen 3 Kills, passt aber eben auch nochmal Erfolg. Es ist nur ein 2 gegen 3, das ist. Oh, Jamie! Tür wie zu auf einmal wieder. Maus, und nochmal Buster, Jamie last man standing. Hat hier aber immer eine AK rausgenommen. Hat insgesamt haben sie 3 Spieler rausgenommen. Das war eine richtig, richtig tolle Runde. Hat ja sowieso kaum Geld eigentlich. Jamie holt sich da sogar nochmal Maus. Und eine AW4 sogar noch weniger. Zeit, sie tickt. Immer blöd, wenn so eine Kombi-Wette in einer scheitert, ne? Erstmal Connector hoch. Allen überprüft ihr nochmal die Toiletten. Ah, und Quick hat da mal eben Schutz aus der Luft geschnappt. Es geht wieder Richtung Arzt, der ist momentan unbewacht, aber gar voll Fokus auf B. Man wird da wahrscheinlich auch nicht mehr hingehen. Man wird hier nur noch die AWP dann das saven. Das Kevlar mitnehmen. Und einfach nur überleben wollen. Zwölf zu 10. Nur noch 2 Runden Unterschied. Nach 4 Runden in Folge hat jetzt die Aristokratie die letzten 3 Runden holen können. Also in der zweiten Halbzeit wieder super ausgeglichen das Ganze.
Das ist kaputt. Oh, das war's mit den Luftballons erstmal. Keine Party für die Jungs. Alter Molotow gegen Kurt. Jamie rein. Und das sind wieder diese berühmt-berüchtigten 40 Sekunden, wo hier die Action auf Overpass abgeht. Mit dem ersten, mit dem zweiten ist insgesamt. Oh, Maus geht er den Headshot zwar ab, einer wie verbleiben mit 99 Damage. Aber das sind eben nicht 100. Es reicht. Der ist im Lauf dann auch noch quickert. Also der hatte ja gar keinen Fokus da gerade. Und hat den Schatten auf jeden Fall gesehen. Und Sanji schon am Laufen. Aristokrazi holt sich hier die 11. Runde. Maus, da liegt nochmal die letzte Waffe hier. MAP, keine Chance, da irgendwie wegzukommen noch. Eventuell wollte es auch einfach nicht. Endlich kommen sie auf eine Runde wieder ran. Und es wird nochmal wieder richtig, richtig. Wann, da sehen wir es. Reilen von Jamie rausgenommen. Tess holt sich Jamie. Das ist hier der Laufweg von Tess. Also, dass der Quickard überhaupt keinen Fokus auf ihn hatte. Grinst schon fast an einem Wunder. Hier die Anfangsspannung gerade hatte und jetzt hier wieder zurück langsam auf die Spots. Im Moment macht Jamie natürlich den Kill gegen Rallen. Daraufhin dann aber zurück. Dann wird wieder 20 Sekunden oder so ruhiger sein wahrscheinlich. Der Maus eskaliert hier komplett erstmal. Twitch gesehen am Lilo. Twitch mit einem, Jamie auch noch mit einem, Jamie nochmal mit dem zweiten Kill. Mit dem dritten insgesamt, sorry, ich war doch richtig im Sinne, ich muss das jetzt hier nochmal ausbaden. Na ganz stark nach einer dritten Runde, 13. Runde für Avengaos. Schöne Headshot gegen Rallen. Nächster Kill gegen Maus, noch der gegen Disha saß. Starke Runde von Jamie an der Scout. Das muss ihm auch ein AWP-Player mitbringen. Dass er nicht nur ein AWP stark ist, sondern auch an der Scout. Ja, die Eco-Tat wohl für Aristokrazi richtig weh. Fällt gegen Rallen.
Oh, der ist verschieden. Hat aber schon die 30 Bomb gedroppt. Und ich hab sehr gut aufgepasst. Jetzt macht 24 Runden bereits. Hast du gesagt, sie hat die noch nicht aufgegeben? Zwei schnelle Kills, drei. Nur noch Sanji am Leben, einzig in der Situation. Das könnte ja tatsächlich die 12. Runde werden. Dann kommt hier also eventuell wieder auf eine Runde ran. Sanji auch einen sehr weiten Weg da gerade. Noch 13 zu 12 für Amangana. Es ist auch hier wieder so eine spannende, enge Partie gerade. Und wieder sowas langsam. Also Overpass, hier würde ich wieder allem Namen meine Ehre, ihr wisst schon, dass ich meine geben. Seinem Namen wieder alle Ehre. Es ist schon spät, Leute. Schon die eine oder andere Stunde vergangen. Ja, Jamie hat Glück, dass er noch nicht geholt wird. Ich glaube, die ADR ist ein bisschen kaputt da. Und nicht wundern. Auf jeden Fall wundern, wenn man hier nur 8 ADR gemacht hat oder so. Das hat mit dem Militär zu tun. So, Bombenplant geht durch. 4 gegen 4. Dann mit dem Kill gegen Maus. Ich kommt jetzt auch runter, sieht die Waffe vom Minister, auch der wird hier down. Gehen ist gerade down gegangen. Hier, wie du. Tess und Rallen gleichen das Ganze wieder aus. Tess mit dem nächsten Kill hinterher. Das ist nur Jamie, der hier klatschen müsste. Mensch, entscheidet sich dafür, die AWP zu saven. Sich zurückzuziehen. Und die 13. Runde zuzulassen.
Ich habe gerade was getrunken, das geht meistens auch. Oh, danke. So, 58 Sekunden auf Uhr. Ihr seht, 40-Sekunden-Regel. Genau. Eigentlich kann man die Zeit auch auf Overpass eigentlich abkürzen, dass man bei 55 Sekunden startet. Oder, keine Ahnung, bei 1 Minute 20 oder so. Und dann hat man einfach eine halbe Stunde Minute gespart. Also. So. Fischer mit dem ersten Maus oder von Jamie geholt und hier die 21 Kill. Fischer hier mit dem Reflag. Fischer schon von hinten da. Wird jetzt hier alles Menschenmögliche dafür tun, die 14. Runde hier irgendwie zu verhindern. Nächste kriegt er zwar den Shot auf 4 AP verbleibend, aber es ist die 14. Runde für Aristokratie. Die gehen hier in Führung. Eine Minute 15 auf der Uhr. Hat sich hier mal ein bisschen in der Mitte bisschen aggressiver positioniert. Doch, Jamie, first track in der Runde gegen Ryan. Toiletten. Dort Düscher fällt gegen ihn. Den können sich hier gerade auf jeden Fall verlassen. Der bringt hier seine Leistung aufs Parkett. So, und Avangard hier also mit der 14. Runde lässt die Zeit runterlaufen. Also nochmal von Jamie, der hier einen richtig ekligen Winkel dafür aus der Katze aussieht. So, viele Smokes, Granaten auf dem B-Spot. Dicker kann sich da nochmal einen leeren Bungee. Ist mir nicht so geholt. Also sehr wenig Sichtweite da. Der nächste im Chat mit dem Reflag. Also, Chat nochmal mit dem zweiten Kill hier mal hinterher. Aber Jamie ist noch an Ort und Stelle. 2 gegen 2. Ein weiteres Mal. Und wer holt sich hier die 15. Runde? Wo holt sich hier diese eine? What is? Du gehst ja richtig wild gerade. Einfach mal durch die Wand schießen, Leute. Und Jamie. Minister mit dem Kill auch durch die Wand gegen Jamie. Die haben diese eine Matchpoint-Runde sich erarbeitet. So heftig. Das war heftig. Oh, die Vorder freut sich hier gerade gar nicht. Aber Aristokratie mit einer Matchpoint-Runde hier. Minister, 17 AP noch, kriegt da ordentlich mal was.
die Seite geschossen. Und keine Knochenregel, Betty. Die existiert bei knappen Matches nicht. Ich glaube, irgendwo gab es auch mal eine Regel, dass die Regel nicht gilt, wenn es eine enge Runde ist. Boah, der ist gegen Fitch. Was dann Kurt gegen Tischer. 4 gegen 4, wieder so ultra knapp. Sanji mit der Wente gleich umlaufen. Der ist durch die Sandsäcke durch. Cass goes wild. 2 gegen 4. Jamie noch am Leben. Der kann hier nochmal richtig gefährlich werden für Aristokratie. Und Minister mit dem nächsten. Das ist noch Jamie. Der muss jetzt hier das Tier K klatschen. Und dann ist passiert. Dann ist es passiert, liebe Leute.